Wir versuchen ja vieles und das wissen auch unsere Ärzte, das wissen die Rettungsassistenten und ja, irgendwann geht es halt nicht mehr. Es ist unsere Sicherheit genauso. Es sind dann 3 bzw. 4 Leute an Bord, je nachdem, die ich zu verantworten habe und wir wollen alle nach Hause. Wir wollen alle abends heim. Und deshalb übernimmt der Nachthubschrauber aus Rendsburg diesen Einsatz. Christoph Europa 5 aus Niebüll hat Feierabend für heute. Pilot Jürgen Feuß überprüft bereits in aller Herrgottsfrühe am nächsten Morgen seine Maschine. Das macht er jeden Tag. Punkt 7 wird nämlich der Hubschrauber der Leitzentrale einsatzbereit gemeldet. Das ist jetzt mal eine ganz normale Vorflugkontrolle, die ich jeden Morgen machen muss, bevor wir den Flugbetrieb aufnehmen. Das heißt, die kompletten Triebwerke, Getriebe checken, auf die Ölstände, den Hauptrotorkopf kontrollieren, dass keine Schäden vom Vortag aufgetreten sind. Wie oft findet man denn mal Schäden? Das ist eher selten der Fall. Ärztin und Rettungsassistent kontrollieren ihre medizinischen Geräte und Medikamente an Bord. Teamarbeit, das sei das Wichtigste. Halbgötter in Weiß hätten bei der Notfallversorgung eines Patienten keine Chance. Klingt doch besser. Man muss Wärme, Ruhe ausstrahlen, sodass er sich geborgen fühlt, dass er auch rüberbekommt, wir wollen und können ihm gut helfen. Zu menschlich, also in der Hinsicht, dass man selber anfängt zu leiden, das sollte man nicht tun. Aber man darf nie hart werden, man muss Gefühl schon zulassen, damit man einem Patienten wirklich gut helfen kann. Kurz nach 8 Uhr in der Früh, die erste Alarmierung an diesem Tag. Wenige Minuten später hebt der Hubschrauber in Niebüll ab. Es geht nach Jablund. Der Patient soll ein Mann sein, der sich nicht mehr bewegen kann und unter fürchterlichen Schmerzen leidet. Zwar dauert der Flug auch in diesem Fall nur einige Minuten, aber hier auf dem flachen Lande gibt es nur wenige Flugplätze. Bei jedem Einsatz hofft der Pilot deshalb, zumindest ein Stück Weide ohne ängstliche Kühe oder Schafe zu finden. Auch in der Gegend um Jablund ist es heute schwierig. Christoph Europa 5 muss ein ganzes Stückchen vom Einsatzort entfernt auf einer Wiese landen, zum Glück ohne aufgescheuchtes Vieh. Zur Sicherheit bleibt der Pilot lieber bei seiner Maschine. Rettungsassistent Carsten Dummann und Ärztin Christine Hein machen sich auf einen kleinen Fußmarsch. Sie spüren bei jedem einzelnen Einsatz immer noch so etwas wie Anspannung. Auch wenn es nicht um Leben und Tod geht, die Retter wissen nie genau, welche Situation sie vor Ort vorfinden. Ja. Hallo, Frau Kassel. Guten Tag, mein Name ist Hein. Wo geht's denn lang? Die erste Diagnose der Ärztin, Bandscheibenvorfall. Und am Holzsägen und auf einmal, als wenn mir da einer im Rücken geschossen hätte. Beim Holzsägen? Beim Holzsägen, ja. Ja, okay. Tut das auch in den Beinen weh? Im Rechten tut das weh. Und wenn ich sitzen tue, geht das in beide Beine rein. Ja. Hinten oder vorne oder wo das tut das weh? Das tut bis runter in den Zehenspitzen. Ja, tut das von hier hinten weh? Da? Das tut alles weh. Oder tut es hier weh? Das tut alles weh. Tut es auch hier weh? Ja. Ist auch grausig? Oh, das tut alles weh. Ja. Okay. Da tun wir was gegen. Oh. Ja? Nach dem Holzhacken hatte er sich unter Qualen für das Notfallteam extra noch saubere Kleidung angezogen. Nun hilft nur noch der Medikamentenhammer. Also ich mache sie jetzt schmerzarm. Und ich muss sie gleich nochmal stechen, Herr Carsten. Er hat schon mehrere Bandscheiben-OPs hinter sich und weiß die rasche Wirkung des Schmerzmittels zu schätzen. Na, Herr Carsten, ist gut, ne? Schön. Ja. Ganz vorsichtig, Schritt für Schritt, muss der Patient in einem Bergetuch zum Krankenwagen verfrachtet werden. Ja, muss ja, ne? Super, können wir kommen. Bis dann, tschüss. Er wird mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Flensburg gebracht. Ein weiteres Umladen in den Hubschrauber wäre nicht gut für die malträtierte Bandscheibe. Und auch solche tollen Bilder gehören zum Rettungseinsatz im Hubschrauber dazu. Wunderbar. Okay, wir gehen zum Platz, oder?
Anflug auf Föhr. Auf der Insel gibt es sogar ein kleines Krankenhaus. Dort wartet ein Kind auf die Hilfe des Notfallteams. Die Eltern möchten nicht, dass wir sie drehen. Der 10-Jährige macht mit seiner Familie auf der Nordseeinsel Urlaub. Er ist zuckerkrank und hat in der Nacht plötzlich Krampfanfälle bekommen. Christine Hein braucht für ihre kleinen Patienten eine kindgerechte Ausrüstung. Tschüss. Womöglich ist der Junge nur unterzuckert, aber vielleicht leidet er auch unter Epilepsie. Die genaue Diagnostik sollen die Ärzte in der Kinderabteilung des Flensburger Krankenhauses vornehmen. Die Niebüller fliegen den Jungen, der nun ruhig schläft, aufs Festland. Heute geht es ihm übrigens längst wieder besser. Er ist bei seiner Familie zurück in Bayern. Aber was genau nun die Krampfanfälle ausgelöst hat, haben die Ärzte leider noch nicht herausgefunden. Einsätze mit Kindern sind auch für die Rettungsprofis nie reine Routine. Man hat irgendwie schon andere Gefühle in dem Moment. Man kann sich da nicht erwehren. Nicht? Und man sieht halt das Würmchen dann da liegen, nicht? Und hilflos, wie es so ist. Und dann strengt man sich vielleicht sogar ein bisschen mehr an als sonst. Aber man strengt sich eigentlich immer in dem Moment an. Das ist ganz klar. Es klingt kitschig. Aber vielleicht ist es bei der Mannschaft von Christoph Europa 5 wirklich so wie bei den berühmten drei Musketieren. Alle für einen, einer für alle. Trotz jahrelanger Routine nie die Leidenschaft für den Beruf verlieren. Das zeichnet die Niebüller aus. Wir sind alles alte Hasen sozusagen. Es ist schön, dass ich mit einem super netten und guten und kompetenten Team arbeiten darf. Und dass wir immer wieder was anderes sehen. Es ist ja jedes Mal was anderes. Die Patienten sind anders, das Umfeld ist anders, die Erkrankungen oder die Verletzungen sind anders. Es ist nichts gleich. Und schon kommt der nächste Einsatz. Die Roten Engel von Niebüll sind wieder unterwegs.